Drive Club und dem Italy vs. Germany Turnier. Los geht's. Wir dürfen mal einen Ruf fahren. Na, machen wir das doch mal glatt. Ist doch schön. Ist ein deutsches Auto halt, ne? Also, erste Rennenplatzierung Top 5, 2650 Kurvenfahrduell. Zweite Rennenplatzierung Top 5 und eine Rundzeit von... Das schauen wir dann gleich. Carrera GT. Ja! Deswegen kann ich hasse die Sicherheit. Aber wir wollen natürlich, ja, mit Top 1 anfangen, aber wir sind dann die Jungs da vorbei. Also zu zwei Kandidaten gerade, die müssen nicht mehr. Runde.
Kehre ich, Alter, wenn er erst. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die Karre jetzt die Kralle geht. Ja, das war's. Wir starten mit dem 8. Rang. Du hast mich richtig aus dem Rennen gehauen. Oh, das wird aber richtig. Das Ding muss ich. Oh, ich glaube, das ist bitter. Ja, das war noch nicht. Ich bin Erster gewesen und dann dreht sich die Karre weg. Ich hau die Karre nicht weg. So. Also, 10 Punkte Rückstand. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gewinnen. Wir gewinnen werden wir sowieso nicht mehr. Das ist klar. Scheiße, dass es nur 2 Rennen sind. Naja, zumindest um die Aufgabe zu schaffen, brauchen wir Top 4 der Meisterschaft und 16 Punkte. Also wir müssen jetzt einen Sprung, irgendwo Top 5, Top 4. Meisterschaft der Mannschaft, das ist klar. Es geht jetzt quasi nur noch um Schatzgewinn zum Rücken. Gut, wir müssen es abzuschließen und vielleicht sogar noch einen Rücken. Vielleicht.
einfach um in die Position zu gehen oder was auch immer. Schatzbegrenzung, ein bisschen. Du musst echt feinfühlig fahren mit der Karre. Darfst du nicht zu weit. Ich hätte den Vierter nur halt gesagt. Das ist zumindest eine Aufgabe gewesen. Leider nicht. Also ich habe die Aufgabe gelöst. Sagen wir mal so. Ich bin Vierter geworden. Warte, die Karre ist übelst feinfühlig. Du musst echt aufpassen, dass du da nicht zu viel willst. Das nächste Turnier steht doch schon wieder an, das heißt dann nämlich British Supercar Racing. Supercar Series. Bis dahin und tschüss.